Ja, geil. Er bricht einfach aus dem Stehen ein, geil. Nein! Du Wichsgesicht! Damit hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play SnowRunner, der Offroad Truck Simulator, Folge 193. Wir machen die Aufgabe vergessener Prototyp. Letzte Folge war die erste nach 300 Monaten mal wieder für mich und es hat nicht ganz so geklappt mit dem Royal. Der ist natürlich wieder direkt umgefallen bei der Aufgabe, die wir eigentlich machen wollten. Und bis wir da wieder sind, Alter, habe ich echt gesagt, gar keine Lust. Deswegen haben wir uns den Cannon geschnappt und transportieren jetzt mit dem einfach diesen Anhänger hier. Diesen Prototyp, den wir auch kriegen. Wo ich mir nicht so ganz sicher bin, was uns der bringt. Es gibt auch wieder eine neue Karte hier, ja, in diesem Gebiet, nämlich Koftsee, oder? Ne, Halbinsel Kola. Koftsee ist diese Map und es gibt noch Imandra. Aber ich weiß nicht, wieso. Wir haben den verlassenen Bunker aufgesucht, die Flugzeugteile geborgen und beide Panzerfahrzeuge geborgen. Ah. Hier ist er noch nicht, also da haben wir auf jeden Fall auch noch ein bisschen zu. Also, ich wollte aber ganz gerne mal den am Fortschritt sehen und ich weiß nicht mehr, wo man das konnte. Das finde ich echt belastend. Ich habe das Spiel so lange nicht mehr gespielt. Ich bin echt raus. Aber letzte Folge ist auch wieder meine Capture-Karte ein bisschen abgeraucht. Deswegen hoffe ich, dass die jetzt einfach mal stabil bleibt. Ich gucke immer mal wieder hier auf den Bildschirm rüber. So. Ich glaube, wir haben es soweit eigentlich geschafft. Ja, ich gehe mal vom Gas, weil das eignet sich nicht als gute Idee. Der Anhänger ist schneller als ich. Das ist das Gefährlichste, was passieren kann. Mit einem Anhänger. Gerade wenn er so kacklose befestigt ist, dass er einmal hinten reinfährt. Das ist natürlich gar nicht geil gelöst. Aber was soll's. So. Haben wir sogar noch einen anderen Truck von uns geparkt. Das ist theoretisch auch noch Kraftstoff. Aber wir könnten sogar mit den 20 Litern jetzt doch noch hinkommen. Was schön zu wissen wäre. So viel ist es nicht mehr. Preis fahren wir noch rum, dann zur Werkstatt. Ja, wir müssen nicht mal zur Werkstatt, aber dann würde ich da erstmal hinfahren. Mal glotzen, ob es ein paar neue Trucks gibt. Ich weiß es gar nicht. Tatsächlich. Es gab einmal ein Update für SnowRunner. In der Zeit, wenn ich ihn nicht aufgenommen habe. Und dann ist natürlich eine Belastung, ne? Ach. Ja. Okay. Okay. Der Grip ist auf dem Schnee wieder da. Es kann weitergehen. Das ist jetzt doch wieder ein bisschen mehr Kraftstoff gekostet.
unten nochmal schöne Schneepiste. Nice. Irgendeinen Namen, den ich nicht lesen kann. Aber gut befahrbare Piste, das heißt, wir sind gleich da. Nice. Schaffen wir es. Jawohl, wir haben's geschafft. Zack. Neuer Anhänger entdeckt. Ein interessantes Gerät. Wir hätten einige Pläne dafür, doch wo du schon da bist, kannst du es genauso gut selbst versuchen. Das gibt 450 Erfahrung und 4750 Belohnung. Nice. Upsa, die Hupe macht das kaputt, weißt du. So, den können wir jetzt theoretisch behalten. Also, ja gut, ich weiß jetzt nicht. Oh, nein. Nein! Als ob die scheiß Karte jetzt die ganze Zeit nicht aufgenommen hat. Mann! Du Wichsgesicht. Ey, das macht keinen Bock so. Ja, hier sind wir jetzt. Abgeliefert. Toll. Ja gut, es waren jetzt nicht mal 2 Minuten, ne? Aber... Ich hab keinen Bock mehr, Alter. Wirklich, keinen Bock mehr. Alter. In der Werkstatt haben wir unseren P12. Okay, cool. Mal hin. Offroad-Truck wird empfohlen. Müssen einen Container liefern. Wir könnten das natürlich mit dem hier probieren. Nein, probieren wir nicht. Junge, der ist ja... Nein. Der ist ja zu schlecht. Ist zu schlecht. Wir müssen es mit dem Royal. Also, es bringt ja auch nichts. Ne? Der Royal... Der ist einfach besser. Wohncontainer. Okay, ja, warum... Orte. Okay. Ah ja, okay. Das ist doch eine schöne Sache. Man kann es kaum glauben, aber vor rund 100 Jahren wurde hier eine befestigte Verteidigungslinie aufgebaut. Da wir gerade dabei sind, zu einer seriösen Expedition aufzubrechen, warum sehen wir uns nicht einmal um? Wir müssen finden. Bunker ZB 1015, 1017 und 1018. Bringt 340 Erfahrung, aber 5800 Belohnung und verlassene Bunker aufgesucht. Als Hauptaufgabe. Und ich glaube, dann könnten wir doch die andere Karte freigeschaltet bekommen. Frage, wo das jetzt ist. Der eine ist gar nicht so weit weg. Der andere ist weiter weg und der ist ganz weit. Das ist natürlich genau das Schöne. Noch ein Truck. Der Zoff. Wir haben eine Menge Trucks, die gerade im Einsatz waren. Könnte man mit dem probieren tatsächlich. Bock drauf, ne? So, ja, wir müssten ja theoretisch einfach nur hier. Ach nee. Irgendwie ist dieser Truck nicht gerade seriös. Ich bin mir nicht so sicher. Aber der hat echt gut Stuff dabei, wie ich sehe. Oh, shit. Ah ja, alles klar, ne? Ah. Ja, reines Eis, ne? Okay. Nice. Ja, nicht so nice. Oh. Das ist dann auch wahrscheinlich schon das Ende dieser Reise, würde ich sagen.
schafft's einfach. Geil. Hey, cool. Nimm bloß auf, Karte. Oh, ei, 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 ei. Nicht umkippen, bitte. Junge, die Kamera. Aber ich glaube, der andere Weg wäre auch nicht besser gewesen, oder? Vielleicht wäre es sogar. Naja, wäre es sogar. Mist. Ah, egal, zu spät. Da müssen wir nur hin. Da haben wir schon den ersten von dreien. Immerhin, ne? Aber immerhin. Schlecht fährt er doch tatsächlich auch gar nicht, wa? So. Den haben wir. Der nächste ist ja schon gut auf dem Weg. Blöde ist nur, wir kommen hier gar nicht runter, wa? Das ist das Blöde. Scheiße, da versaut's halt, ne? Sollte ich trotzdem probieren, über den Stein zu fahren. Wäre halt einfacher. Ah, guck mal hier. Hier kommt man doch gut vorbei. Hier würde man ja sogar auch hinkommen. Ist ja nicht schlecht. Hier nicht durch, wa? Weil hier ist. Bricht einfach aus dem Stehen ein, geil. Nein! Du Wichsgesicht! Ey, heute ist aber auch wirklich auch wieder so ein Tag, ne? An dem Stein befestigen, auf jeden Fall. Ja. Also fahrt einfach nicht übers Weiße rüber. Wer weiß, vielleicht hätte es ja geklappt. Ja. Genau. Ganz genau. Junge, keiner in der Nähe jetzt, ne? Der P12 muss dann wahrscheinlich wieder herhalten, ne? Ich schon. Das Glotzen hier. Ist ja sogar noch einen besseren Motor. Hm.
Haben wir ja soweit alles da. Wir haben Kettenreifen drauf. Die Standardwinde schwer. Ihr habt die mit der Winde. Verfügt zusätzlich über ein längeres Seil und stellt somit. Oh. Doppelmotorwinde verfügt über ein längeres. Das haben wir aber noch dabei. Das neue Trucks oder so. Urlaub war, glaube ich, richtig scheiße. Ja, der war kacke. Der Tiger ist ganz geil eigentlich. DLC. Achso. Ach, den haben wir auch nur durch DLC. Ne, der ist hier haben wir durch DLC. Ja, cool. Und den können wir noch finden. 26 für den. Welchen Rang sind wir denn jetzt? 23 erst. Uiuiui. Den wollen wir auf jeden Fall auch noch haben. 24 können wir demnächst machen. Der P16. 12, ja, und ansonsten mehr gibt es aktuell ja gar nicht. Achso, wir haben noch gar nichts davon gemacht. Haha. Joa. Problem an dem war, dass der leider alles andere als schnell fährt. Pech, wenn wir den Truck versenken im Wasser. Hier, vielleicht können wir hier diesen komischen Streifen umfahren. Ganz blöd mit der Capture-Karte. Ich werde sie vielleicht nochmal raus und nochmal reinnehmen oder so. Nee. Hier ist dieser komische... Hier ist diese Grenze. Davor kommt man da auch nicht. Na gut. Das ist belastend, ne? Das heißt, ich komme hier einfach nirgendwo. Wobei, wie sieht's hier aus? Ja, hier geht's halt. Das heißt, wir hätten hier rüberfahren können, ne? Aber Moment, ich kann ihn ja retten. Theoretisch kann ich den jetzt hier raus retten. Dann können wir mit dem weiterfahren. Weil ich will wirklich mal gucken, ob das mit dem geht, was der so drauf hat und so, ne? Das ist doch jetzt die Idee, ne? Digga, ich bin einfach der Ideen-King, Mann. Ach, schade, ey. So knapp. Ah ja, schön, ne?
Können wir sogar noch nachtanken hier den Kram. Die Quelle ist der Wartungsbau. Schmutz. Also einfach nur entbelastend, sagen wir so, wie es ist. Entbelastend. Schön. Dann kommen wir noch zu dem Punkt da und dann war es auch schon wieder für diese Folge. Mal gucken, was der Truck so in der Extremsituation macht. Kann auf jeden Fall ziemlich schnell werden. Weil wer sich zum Beispiel mit sowas hier zurecht macht, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Da geht es nämlich an genau dieser Stelle weiter. Vielen Dank euch wieder fürs Zuschauen, Freunde. Tschüss und bis zum nächsten Mal.